Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Russian Fishing 4 mit dem Underwater Frank. Wir wollen heute mal ein wenig Spin Aneyama. Dafür habe ich jetzt hier mal die Zeiman Integra Route rausgeholt, die CF77M mit 5 bis 17,5 Gramm Buffgewicht und 32,2 Kilo Tragfähigkeit, 2,4 Meter lang, und dazu die ZM Steelness ZMS 50. Die gibt es auch nochmal ein bisschen kleiner in der 4000er Variante. Da kommt ihr dann nochmal ein bisschen weiter mit raus. Die hat nochmal ein niedrigeres Wurfgewicht. Die hat jetzt ab 10,5 Gramm 17,7 geflochtene 300 Meter Schnur, 235 Meter, 17,3 monophiles Vorfach, 60 cm. Da habe ich hier das Heavyline Vorfach genommen. Da seht ihr das nochmal, Heavyline Vorfach. Und jetzt hier den handgemachten Balsa Walker 65F003. Der ist halt sehr, sehr leicht mit 8,6 Gramm. Da habe ich jetzt die Ultra Treble mit Puschel 2.0 Haken drauf. Wir stehen jetzt hier bei 153, 149 und schmeißen hier zu der Insel rüber. Einmal volle Kanne rüber. So, dann hier 50er Geschwindigkeit mit Shift. Immer kurz eine Umdrehung machen, dass das Gieren unten kommt. Hier beißen jetzt hauptsächlich Lennox, Dolly-Waden-Forellen, Keterlachse, ostsibirische Eschen. Das sind so die häufigsten Fische. Es kann aber leider auch mal ab und zu dazu kommen, dass ein Königslachs beißt. Das ist dann natürlich, muss man halt gucken, wie groß der ist und ob man den überhaupt rausbekommt. Viele machen dann hier einfach Alter 4. Zum Beispiel, wenn sie da so einen dicken Königsachs dran haben. Man kann es ja erstmal probieren, ob man ihn rausbekommt. Wenn man merkt, so, oh nee, das wird halt gar nichts. Der spurt einen hier halt leer. Kann man ja zur Not immer noch Alter 4 drücken. Ich versuche auf jeden Fall erstmal, den noch mit rauszubekommen. Was ich auch noch neu da gehört habe, also neu dazugelernt habe, bei Regen beißt es deutlich besser wie bei Sonne. Das wusste ich zum Beispiel auch noch gar nicht. Gut, bei Sonne, klar, es ist ein bisschen wärmer, ist logisch, ne? Ein bisschen kälter ist ja immer besser. Aber ich wusste gar nicht, dass das denn hier deutlich besser läuft bei Regen. Mal sehen, was wir jetzt hier noch so fangen. Wie gesagt, gestern habe ich gleich am Anfang 4 Kilo Lennox drauf gehabt. Da war ich schon total überrascht. Weil die sind ja ab 5,5 Trophy. Mal sehen, was jetzt hier so geht. Ach, schade. Ich dachte gerade, da wäre ein Biss. Ah, wir haben jetzt gerade Mittagszeit. Mal sehen. Aber sollte normalerweise trotzdem laufen. Gestern wurden hier auf jeden Fall noch Dolly-Waden... Oh. Dolly-Waden-Trophys gefangen. Oh, was ist das? Das ist leider... Oh, das ist ein Lennox. Ist ein Lennox, 3 Kilo. Siehste, geht schon wieder fast genauso gut los hier. Gucken wir mal, ob wir die ersten Dollys fangen. Also ich hatte morgens sehr, sehr viele Dolly-Waden gehabt. Ich hatte dann auch so... Ja, weiß ich, mittags, nachmittags angefangen zu angeln. Und morgens kam dann auf einmal eine Dolly nach der anderen. Jetzt haben wir so ab 22, 23 Uhr können wir dann hier eigentlich durchskippen. So morgen, da können wir eine Pause machen. Und dann so morgens 4, 5 könnte man ja dann wieder anfangen zu angeln. Vielleicht kommt ja sogar Regen. Ich guck mal gerade, was das Wetter sagt. Oh, Gewitter sogar morgen. Gewitter ist jetzt nicht unbedingt so gut, aber Regen wäre halt gut. Vielleicht ist das Gewitter ja nur kurz und dafür regnet es dann mehr. Das wäre natürlich super. Bewölkt ist es ja jetzt auch schon. Aber das würde ich gerne mal ein bisschen ausgiebiger testen mit dem Regen. Was dann wirklich besser läuft. Wie gesagt, viele haben das gestern halt im Stream erzählt.
Wie gesagt, wenn ihr auch mal dabei sein wollt im Livestream, mal ein Turnier, ein paar Turniere mitzocken oder mal Fragen stellen oder ne, je nachdem, wie ihr Bock habt. Der Link zu meinem Twitch-Kanal ist auf jeden Fall in der Beschreibung drin. Oh, schöne Esche, weil es gibt hier immer Aufträge ab 400 Gramm ostsibirische Esche. Vielleicht kriegen wir ja zwei. Ja, wie gesagt, wenn ihr mal dabei sein wollt, Link ist in der Beschreibung drin zu dem Twitch-Kanal. Ist eigentlich auch immer ganz witzig. Wie gesagt, der eine hatte mal geschrieben, wo ich das bei YouTube reingepostet habe, dass ich auch Twitch live bin, dass da halt Metal lief. Das ist halt ab und zu mal, ne? Also meistens laufen so Oldies. Also, das ist so das meiste eigentlich. Und wenn ihr auch mal Bock habt zu quatschen, könnt ihr gerne auch mal bei mir im Discord vorbeigucken. Discord-Link ist auch in der Beschreibung drin. Also wenn ihr irgendwie Fragen habt oder euch irgendwas unklar ist, könnt ihr gerne Fragen stellen. Wie gesagt, wichtig ist nur, dass ihr einen von meinen Mods halt mal anschreibt. Dann quatschen wir kurz und dann kriegt ihr auch die Fisherman's Friend-Rolle. Wichtig ist halt nur ab 18 halt, ne? Weil, ja, mit jüngeren Leuten haben wir oftmals, haut das der nicht so hin, wie wir uns das so gedacht haben, und deswegen haben wir den Stammtischbereich ab 18 gemacht. Die anderen Kanäle sind alle frei, also die sind egal für welche Altersgruppe, aber der Stammtischbereich ist halt ab 18. Discord-Links, wie gesagt, auch in der Beschreibung drin. Habe ich auch nochmal überprüft, funktioniert auf jeden Fall, weil manchmal ändert sich der Link ja. Also Spot scheint auf jeden Fall noch zu laufen. Drei Fische haben wir, auch drei gar nicht so schlechte jetzt. Wie gesagt, so ein Königslachs, sag ich mal, bis 15 Kilo, den kriegt man hier noch locker ausgedrillt. Aber ich glaube, ab 20 Kilo nachher wird das dann mit 17 Kilo Kraft hier. Also ich habe jetzt auf der Rolle, habe ich jetzt 17,2. Wie gesagt, wenn man den oben drillen würde, den Königslachs, dann ist eigentlich egal, wie groß er ist. Solange er nicht nach rechts abhaut, solange er nach links wegschwimmt, ist alles gut. Aber hier ist halt auch das Problem mit den Inseln. Wenn er halt hier rechts hinter die Insel schwimmt, wird das halt echt schwierig. Aber man könnte ja nur, um mitzulaufen, könnte man ja nur links hochgehen. Und dann hat man halt das Problem mit den Inseln. Mal sehen, was jetzt kommt. Das sieht aus wie ein Keterlachs. 1,7. Vielleicht haben wir ja Glück. Fangen noch eine Esche und noch ein paar Keterlachs. Dann können wir jetzt noch ein paar Kaffeeaufträge abgeben. Ja, Lennox wird ab 5,5 Kilo Trophy. Sieht dann auch so leicht bräunlich-rötlich aus. Und die Dolly Wadenforelle wird ab 7,5, glaube ich. Ja, 7,5. Also da... Die würde auf jeden Fall, denke ich mal, auch direkt in der Bremse sein. Japanischen Saibling hatten hier einige auch schon gefangen. Der wird aber, glaube ich, erst ab 10 Trophy. Ja, die Esche war irgendwas mit 1,5 oder 2 oder so. Also hier habe ich die Esche auf jeden Fall noch nicht. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich die an der Tunguska schon habe. Ja, da gibt es ja, glaube ich, auch zwei Eschen. Ich glaube, da gibt es noch eine arktische Esche oder sowas, ne? An der Tunguska. Ja, morgen ist wieder technischer Neustart. 4 Stunden Server down. Ich glaube mal, da werden sie bestimmt schon irgendwie Vorbereitungen machen für das Meeresfischen-Update für Norwegen. Na, lassen wir uns mal überraschen. Wann es denn soweit ist, ne? Ja, hier am Ende beißt eigentlich eher weniger. Also meistens beißen die Fische da hinten, also da wo ich jetzt, da wo das jetzt ein, also wo der jetzt einschickt, der Köder. Da ist so
Da beißen die immer, weil so ungefähr die Hälfte ist das. Also die Hälfte bis zum anderen Ufer rüber. Bis zu der kleinen Insel. So dicht am Ufer habe ich jetzt noch nicht so wirklich Bisse gehabt. Wie gesagt, ich kurbel hier halt mit Shift und 50er Geschwindigkeit ein. Das ist. Ach, das ist ein Barsch, okay. Oh, okay. Wenn das jetzt eine Esche ist, dann wäre die, glaube ich, über 400 Gramm. Ist aber ein Keterlachs. So, Wetter wird jetzt, glaube ich, schon ein bisschen schlechter. Sieht jetzt sich auf jeden Fall hier alles komplett zu. Vielleicht werden es jetzt. Oh. Oh, der geht direkt rein. Was das jetzt ist. Ja, wie gesagt, Keterlachse sind halt doch schon relativ viele hier, ne? Aber die hat man ja fast überall. Da kommt, glaube ich, ein Lanok. 1,3 nehmen wir mit. Oh ja. Jetzt geht aber los hier. Sieht aus wie Keterlachs. Drei Komma fünf. Ja. Mal sehen, vielleicht fängt es da wirklich gleich noch an zu regnen. Ist der Biss? Oh, kein so schlechter. Könnte so 1,7. Oh, das ist ein Lanok. Das ist ein schöner Lanok. 2,7. Schön. Schön. Ja, der fehlt mir auch noch generell als Trophy. Den habe ich an der Tunguska auch noch nicht. Da kommt nochmal Keterlachs. Ich denke, morgens werden dann so die ersten Dollywaden kommen. Vielleicht zwischendurch mal so vereinzelt ein paar. Frequenz stimmt jetzt aber. Ach, da ist eine Dollywaden, aber eine kleine. Die sieht noch nicht so hübsch aus, die kleinen. Wenn die nachher so rötlich aussehen, dann wird es interessant. Aber Frequenz stimmt. Auch nochmal ein Lanok. Nebenbei bin ich auch immer noch ein bisschen auf Silberkarpfen. Da versuche ich jetzt immer noch den Trophy zu fangen. An der Sura. Regenbogenstints hatte ich ja auch ab und zu noch welche gehabt.
Wie gesagt, ihr könnt euch auch bei mir im Stream, wenn ihr da eine Weile zugeguckt habt, könnt ihr euch einmal pro Stunde, mache ich denn bei einem von den Zuschauern, die sich das wünschen, für die Twitch-Kanalpunkte kostenlos und handgemachten Köder. Musikwünsche könnt ihr euch auch wünschen. Da könnt ihr alle 8 Minuten euch was wünschen. Ja, und wie gesagt, die Kunstköder einmal die Stunde, die selbstgemachten. Was hier jetzt kommt, nochmal ein Lennox. Oh, 2,1. Also auf jeden Fall, Spot läuft ganz gut. Wie gesagt, den Morgen würde ich auf jeden Fall noch mitnehmen wollen, damit ich euch mal zeigen kann, dass das ja eigentlich auch ein Dolly-Waden-Spot ist. Also 15 Fische, na 14 Fische haben wir jetzt. Mal wieder ein paar kleine. Das könnte jetzt ein Regenbogenstint sein, oder? Eine ganz kleine Esche. 87 Gramm. Oh, ich dachte gerade schon. Der Lachs. Leider zu klein. Auch wieder zu klein, schade. Mal gucken. Das ist eine Dolly-Waden. Das ist das Zierfisch. Mein Lennox natürlich auch. Aber so sehen die Dolly-Waden dann aus, wenn die Chatgröße sind. Bloß davon muss man erstmal 7,5 Kilo am Haken kriegen, ne? Der wäre auf jeden Fall, denke ich, in der Bremse. Jetzt kommt nochmal dieser Lachs. Nehmen wir jetzt mal nur die Fische mit, die Haken oder Chatgröße sind. Sonst nehme ich immer eigentlich alle Fische mit. Oh, schade. Aber eh ein kleiner. So, ich würde dann sagen, so langsam mache ich jetzt hier erstmal den Break. Ich angle noch ein bisschen weiter, so bis 23 Uhr. Oh, jetzt kommt doch nochmal ein Biss.
dass wir den morgen da nochmal ein bisschen mehr mitnehmen können. Ja, der könnte 1,7. Ich glaube, ab 1,8 oder 1,9 oder so sind die Chatgröße. Ja, jetzt kommen nochmal ein paar kleinere Fische. Meist sind es auch mal kleine Eschen, denn. Ja, und die müssen halt über 400 Gramm sein. Gut, ich melde mich, wenn der nächste gute Biss kommt, beziehungsweise wenn der morgen losgeht. Bis gleich. Oh, jetzt habe ich doch nochmal einen guten Biss. Oh, gar nicht so schlecht hier. Sonst kein Keterlachs ist. Ich weiß auch, die 4 Kilo Keterlachs, da ist ein Keterlachs, ne? Aber schon ein dickerer. Der ist schon ein bisschen 5,6. So, jetzt haben wir hier 4.17 Uhr, gleich schon die erste Dolly am Start. 2,4, so soll das sein. Jetzt geht los, Leute. So, ist noch bewölkt. Ich hoffe, also ich glaube, das müsste gleich anfangen zu regnen eigentlich. Da bin ich mal gespannt. Nochmal eine kleine Dolly. Da bin ich ja mal gespannt, ob jetzt. Also scheint auf jeden Fall gerade loszugehen hier mit den Dollys. Ich glaube, jetzt werden auch mehr Dollys kommen als jetzt die Lennox. Ja, den Morgen nehmen wir auf jeden Fall noch mit. Und dann gucken wir, was wir denn so verdient haben. Dann ist ja mittags irgendwann dann die Stunde um. Jetzt kommt direkt Gewitter. Okay, also kommt jetzt nicht direkt Regen, sondern direkt Gewitter. Ja gut, oh, haben wir auch mal einen guten Biss nochmal. Bin gespannt jetzt auf jeden Fall. Mal, ob das ein Keter oder eine Dolly ist. Das ist, ja, sieht aus wie Keter. Nicht so rötlich. Nee, ist ein Keter. 5 Kilo. Den Tee reinhämmern hier. Ja, kann gut sein, dass wenn morgen Server-Neustart ist, technischer Neustart, dass dann der Weihnachtsmarkt weg ist. Also ich will es nicht beschwören, aber könnte dann gut sein. Mal gucken. Jetzt die nächsten Tage ist jetzt komplett Regen angesagt. Aber heute halt Gewitter. Ich weiß nicht, wie lange das Gewitter jetzt ist. Aber vielleicht fangen wir ja bei Gewitter auf was. Mal gucken.
Ich würde sonst auch mal wieder mit ranschneiden, sobald wir den nächsten Biss haben, aber ich weiß jetzt nicht, wie das jetzt hier genau weitergeht hier mit dem Gewitter. Ah doch, haben wir nochmal einen Biss, okay. So, was kommt da jetzt? Das sieht aus wie kleine Dollywaden. So, hier haben wir nochmal einen Biss. Mal gucken. Oh, das ist die Esche, die wir brauchen. Schön, oh, 1 Kilo Esche. Oha. Oha. Also die beiden Eschen haben wir auf jeden Fall zusammen. Keterlachse muss ich nochmal gucken, wie das da aussieht. Oh ja, nochmal ein Biss. Das ist ein kleiner Keterlachs, glaube ich. Zu klein. Aber scheint bei Gewitter hier auch zu beißen, ne? Temperatur ist eigentlich auch gut, ne? 8,2 Grad. Oh ja, nächster Biss. Da kommt eine schöne Dolly. Eine schöne Dolly. Die nehmen wir doch mit. 1,9. So kann das weitergehen. Ich hoffe, dass wir noch so bis zum Ende der Stunde noch auf die 30 Fische kommen. Mal gucken wegen Kaffee noch. Welche Aufträge da drin sind. Oh ja. Was kommt da jetzt? Mal ein Keterlachs. Also Keterlachse müssten eigentlich auch zusammen haben. 3,2. Ja, also geht auch bei Gewitter, ne? Hauptsache ist kalt. Stört die Fische hier nicht wirklich. Eine richtig harte Bremse hatten wir jetzt zwar noch nicht, aber muss ja auch nicht, ne? Also, dass jetzt hier so ein Königslachs oder sowas einsteigt, muss ja jetzt auch nicht sein. Oh, jetzt der Regen wird weniger, okay. Vielleicht hört das Gewitter jetzt gleich auf. Aber noch blitzt es. Weil der Wind wird auch weniger jetzt.
Nochmal einen schönen Biss. Gewitter hat jetzt aufgehört. Wurde dann bewölkt und jetzt kommt sogar schon die Sonne raus. Nochmal ein Keterlachs. 3,4. Wie lange sind wir jetzt da? 48 Minuten. Auch nochmal ein schöner. Wenn es kein Keter ist, mal gucken. Sieht aus wie Keter. Eigentlich sollte es ja regnen, aber mal gucken. Oh, oh, nochmal ein schöner Biss. Aber es speist auf jeden Fall gut jetzt. Also Temperatur ist auch noch schön kalt. Und da jetzt. Nochmal Keter. 48 Minuten sind wir jetzt hier. Oh, nochmal Biss. Haben wir jetzt 27 Fische, jetzt kommt der 28. Wenn er nicht zu klein ist. Ah, ist zu klein, schade. Temperatur geht sogar noch weiter runter jetzt. Jetzt haben wir mal einen größeren Biss. Mal sehen, was das jetzt hier ist. Zwar noch keine Bremse, aber es ist ein Keterlachs, ne? Ja, ein fetter Keterlachs. Oh, 5,7. Glaube ich, der größte Fisch jetzt. Haben wir hier nochmal? Was ist das hier? Ein Lennock? Ne, eine Kamtschatka-Regenbogenforelle. Nehmen wir auch noch mit. Kommt nochmal eine Esche. Mal gucken, ob die auch 400. Da 360 leider. Leider nur 360. Aber 30 Fische haben wir jetzt zusammen. Dann würde ich jetzt nachher auch so langsam mal verkaufen gehen nach der Stunde. Gucken, was wir da so verdient haben. Wie viel Zeit haben wir noch? Die Stunde um ist. Aber ich bin eigentlich sehr zufrieden hier an dem Spot. Bin mal gespannt, was wir jetzt verdient haben. Auch mal jetzt mal interessant zu wissen, was wir ohne die Kaffeeaufträge verdienen. Könnte sogar sein, dass wir die große Keterlachs-Quest abgeben können, wenn die drin ist. Ich habe zwei über 5 Kilo auf jeden Fall gehabt. Ich glaube, man braucht da 3 oder so, ne? Oder 4 sogar. Irgendwie so. So, mal sehen, was jetzt hier noch geht. Die Mittagszeit war ja vorhin auch so ein bisschen ruhiger. Die ganze Regenzeit kommt ja jetzt eigentlich erst, ne? Boah, hier Stolper. 14,2 Kilo Geisterschuppi. Was ist da los? Was ist da los? Weil er hat heute nämlich schon Geisterspiegel-Trophy gefangen. Gegenüber Steg 1 mit Oktopus, 20 Pop-Up und Tintenfisch. Hat er sich einfach mal Geisterspiegel gegönnt. Auch nochmal ein Biss. Auch nochmal was kleineres. Kleiner Mini-Lennock. Ja, ich glaube, jetzt sind wir auch soweit erstmal durch. Also wie gesagt, man kann hier ruhig länger stehen bleiben. Also hier ist es nicht so, dass nach einer Stunde hier nichts mehr geht oder so, ne? Also das auf jeden Fall
also ja, an der Yama eigentlich nicht so. Wenn da wirklich ein Spot gut läuft, dann kann man da ruhig schon mal eine Weile stehen bleiben. Aber ich gehe mal zurück jetzt zum Verkaufen. Mir reicht's. Ich bin gespannt, was wir verdient haben. Und dann melde ich mich gleich zurück, wenn wir beim Verkaufen sind. So, wir sind am Kaffee. Esche ist leider nicht drin. Lennox ist noch drin, aber die Keterlachse können wir verkaufen. Wir müssen jetzt bloß mal nach Gewicht sortieren hier. 3 Stück sind schon mal 71 Silber. Ja, mehr können wir leider nicht verkaufen. Ach doch, hier einen kleinen Flussbarsch können wir noch verkaufen, lol. Nice, den hier leider nicht. Ja, so, dann gucken wir, was wir jetzt verdient haben. Also 71 Silber plus 386 sind wir bei 400, ja, 450 Silber ungefähr, ne? 450 Silber. Hat auf jeden Fall wieder Spaß gemacht. Ja. Vielen Dank auf jeden Fall fürs Einschalten. Probiert es mal aus. Vielleicht habt ihr da auch nochmal ein paar größere Dollys dabei oder fangt auch mal den Trophy Lennox. Viel Spaß euch. Danke fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.